Ja, also hier in diesen Berechnungen haben wir für Sie, für Ihre Gesellschaft auf Basis der von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten mal die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen der Einführung von Versorgungswerk mal berechnet. Wir sind ausgegangen, dass wir das noch am Jahr 2014 einführen, also der erste Bilanzstichtag, der 31.12.2014 nach der Einrichtung ist. Wir sind bei Ihnen von einer Steuerbelastung von 30% ausgegangen und von Ihren 94 Mitarbeitern, die Sie uns genannt haben. Mit den Daten haben wir hier mal Versorgungsvolumen von 7,7 Millionen Euro veranschlagt, das sich hier bei der Mitarbeiterzahl ergeben würde. Ich gehe später im Einzelnen noch darauf ein. Wir haben hier einfache Aufstellung Ihrer Mitarbeiter, die Sie uns ja anonymisiert genannt haben. Person 1, 2, 3, das Geburtsdatum, das Geschlecht, ganz wichtig, nämlich der Diensteintritt und der Zusagebeginn. Zusagebeginn haben wir hier den 1.12.2014. Den können wir in diesem Jahr noch leicht schaffen. Einerseits, auf der anderen Seite hat es für Sie den ganz großen Vorteil, dass Sie die kompletten Steuervorteile für das Jahr 2014 einfach noch mitnehmen können und praktisch kein Jahr verlieren. Wir haben dann das Alter der Zusage der jeweiligen Person. Sie haben jetzt hier schon einige deutlich ältere Mitarbeiter mit 61, 58, 58, 57 Jahren und so weiter. Das Pensionsalter einfach ausgerechnet auf Monat genau, wie es Gesetz vorschreibt, der Rentenbeginn, beziehungsweise hier der Zeitpunkt der Kapitalauszahlung. Wir sind hier von einer Entgeltumwandlung ausgegangen von 150 Euro, einfach auf Basis der Angaben, dass wir davon ausgehen, es wird Nettolohnoptimierung, betriebliches Entgeltmanagement betrieben. Es ergibt sich ein Mehrnetto in der Größenordnung von 70, 80 Euro. Und diese 70, 80 Euro im Durchschnitt, die erlauben den Mitarbeitern, 150 Euro umzuwandeln und zum Schluss genau das gleiche Netto zu haben als ohne Umwandlung oder ohne Nettoentgeltumwandlung. Das heißt, wir sprechen hier von einer geschenkten BAV. Wir haben hier das Gehalt, dass wir wissen, in welcher Relation steht es dazu, den Status. Hier könnte man nach einzelnen Mitarbeitern variieren, dass zum Beispiel der eine oder andere Mitarbeiter je nach differenzierbarer Gruppe einen höheren Arbeitgeberzuschuss erhält als die andere Gruppe. Wir haben hier aber alles einheitlich in einer Personengruppe. Alle werden hier einheitlich behandelt. Die Versorgungsart, wir haben hier mal reine Kapitalabfindung gerechnet. Wir können natürlich auch Rentenzahlungen machen. Da fließt das Geld aus dem Unternehmen einfach langsamer ab. Wir haben dann ausgerechnet die Versorgungsleistung aus der Entgeltumwandlung. Was kommt aus diesen 150 Euro raus? Beim ersten 8.374, dann werden natürlich die Mitarbeiter nach unten immer jünger. Das heißt, im Endeffekt werden die Beträge immer größer. Und da haben wir eine Versorgungsleistung Arbeitgeber finanziert. Sind davon ausgegangen, dass die Mitarbeiter einen Zuschuss von 40 Euro bekommen. Das haben sie ja in ihrem Fall sowieso schon bezahlt, beziehungsweise das generieren wir ja auch aus der Sozialversicherungsersparnis Arbeitgeberanteile und haben hier einfach die Summe Versorgungsleistung gesamt. Das Ganze geht dann fort, auch auf der zweiten Seite, Personen 46 bis 90, die gleichen Daten, die werden also immer jünger und Sie sehen natürlich auch hier die Beträge immer größer. Das heißt, Ihre 25, 26-jährigen Mitarbeiter haben bereits Zusagen von 140 und gut 140 1000 Euro und haben auf der nächsten Seite noch die letzten verbliebenen vier Mitarbeiter, die sind dann eben 22 Jahre alt, die würden Zusagen halten aus der Arbeitnehmerfinanzierung und der Arbeitgeberfinanzierung von stattlichen gut 143.000 bis 146.000 Euro. Das gibt dann in der Summe die 7,7 Millionen. Sie sehen hier nur ein paar statistische Daten. Sie haben 85 männliche, 9 weibliche. Alter bei der Zusage im Durchschnitt 38,47 Jahre. Das sind im Monat 14.100, die man hier monatlich durch die Umwandlung generieren würde, wenn Sie so wollen, als Unternehmen auch als Mehrliquidität. Und ja, im Vergleich zu den Gehältern, die Sie jährlich zahlen, sind diese 14.100 oder eben dann 100, gut 170.000 natürlich ein ganz kleiner Anteil. Ja, hier haben wir die Eckdaten einer Versorgungsordnung. Die Entgeltumwandlung sieht man hier unten, wird man mit 1,5% verzinsen. Alle Mitarbeiter werden komplett
gleich behandelt. Sie machen Entgeltumwandlung, eben die besagten 150 Euro, und zwar bis zum Rentenbeginn. Da könnte ich auch abkürzen. Ein Arbeitgeberzuschuss gibt es ja. Und zwar haben wir hier bezogen 26,67%, das sind die 40 Euro, bezogen auf die 150 Euro, die wir hier gerechnet haben. So, das ist im Prinzip einmal die Eckdaten. Ganz wichtig, wir verzinsen es mit 1,5%. Wir denken, dass es absolut ausreichend ist. 1,5% ist ein stattlicher Zins. Ab 2015 verzinsen Versicherungen nur mehr mit 1,25%. Allerdings nicht vom ersten Euro an wie wir, sondern durchschnittlich rund 65%. Also kommt hier natürlich auch signifikant mehr raus mit diesen 1,5%. Ja, und hier haben wir die ersten betriebswirtschaftlichen Auswertungen. Wie gesagt, eins ganz wichtig, wir berechnen immer auf Worst-Case-Basis. Worst-Case heißt, wir berechnen das Versorgungswerk als Aussterbenversorgungswerk. Mitarbeiter, die hier in Ruhestand gehen, werden nicht ersetzt. Es rechnet sich nichts schlechter als Aussterbenversorgungswerk, weil mit einem Versorgungswerk, das fortlebt, das sich weiterentwickelt, kommt ja immer frisches Geld rein. In ein Versorgungswerk, das ausstirbt, heißt irgendwann nur mehr Zahlen, Zahlen. Das haben wir hier vorweggenommen. Wir rechnen auch immer komplett ohne Fluktuation. Wir gehen davon aus, dass die Leute bis zum Schluss bleiben. Wir rechnen nicht mit Fluktuationsgewinnen und so weiter. Wir rechnen auch immer, sind sie in der ersten Spalte durch, bis zum letzten Jahr, bis der letzte Mitarbeiter bei Ihnen 2059, bis der letzte Mitarbeiter in Ruhestand geht. Wir rechnen dann Leistungsanwärter, Leistungsempfänger. Sie sehen, die sterben langsam aus. Sie sehen in den jeweiligen Jahren, wie viel hier ihre Leistung erhalten. Dann haben wir hier die Summe der Entgeltumwandlung. Die wird natürlich immer weniger, weil auch ihre Mitarbeiterzahl immer weniger wird. In Wirklichkeit wird die Summe vielleicht eher größer werden, weil ihr Unternehmen wächst, die Mitarbeiter zumindest gleich stark bleiben und in Zukunft mehr umwandelt und mehr verdient wird. Wir rechnen hier aussterbend. Wir haben eine zulässige Dotierung. Die haben einfach gerechnet auf Basis des steuerlichen Maximums, was sie steuerlich verarbeiten könnten, wenn sie das natürlich bilanztechnisch ausverkraften können. Weniger geht immer, mehr ist steuerlich nicht anerkannt. Dann haben wir hier das zulässige Kassenvermögen, wie sie es entsprechend entwickelt. Wir haben das tatsächliche Kassenvermögen. Wir haben eine Darlehensänderung, das heißt, was wird von dem Geld, was in die U-Kasse einbezahlt, wieder als Darlehen zurückbezahlt? Und hier ist es ganz einfach. Wir geben das komplette Darlehen, alles, was in die U-Kasse reingibt, geben wir sofort als Darlehen wieder zurück. Dann haben wir hier den Darlehensstand, wie sich das Darlehen einfach entwickelt. Wir verdienen das Darlehen mit 7%. Und ganz wichtig zu diesen 7%, das ist praktisch der Zins, den Sie an sich selbst zahlen. Durch die 7% gehen Sie keine Verpflichtung gegenüber dem Dritten ein. Durch die 7% wird nichts teurer, sondern es wird einfach Aufwand nach vorne verlagert und Sie haben einen Betriebsausgabenabzug und einen Steuervorteil schon früher. Und mit dem Steuervorteil können Sie nicht arbeiten. Also 7% ist reines rechte Tasche, linke Tasche, Steuerspiel, ohne dass es für Sie zu einer externen Verpflichtung im Prinzip kommt. Dann haben wir hier eins, wir haben die Steuern der Unterstützungskasse. Die sind einfach durch ihre Mannschaft relativ hoch, hängt aber auch dadurch zusammen, dass ihr Unternehmen immer mehr ausstirbt. Würde ihr Unternehmen weitergehen, oder wir gehen hier auch aus, die ganze Unterstützungskasse von uns stirbt auch. Das heißt, wir kriegen keine neuen Unternehmen mehr. Unsere Vielzahl Unternehmen, die wir haben, die wachsen auch nicht weiter, die entwickeln nicht weiter, die sterben auch. Dann kommt es zu der Steuerpflicht U-Kasse. Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Normalerweise wird die so nicht eintreten. Wir haben es hier mit berücksichtigt. Und kommen wir dann zur Zuführung zum Kassenvermögen. Zuführung zum Kassenvermögen, also alles das, was wir einzahlen, sowohl Dotierung als auch Zins. Es wird immer gesagt, pauschaldotierte Unterstützungskassen kann man nicht vollständig ausfinanzieren. Das ist natürlich ein Gerücht. Am Anfang heißt es einfach Dotierung, später heißt es nur mehr Zins. Aber ich kann der Unterstützungskasse natürlich immer Zahlungen
steuerwirksam, betriebsausgabenwirksam zuführen. Ja, und hier hinten haben wir die Versorgungsleistung. Für Sie ist es praktisch wie so ein Liability Management, wie so ein Verbindlichkeitenmanagement. Sie wissen genau, in welchem Jahr haben Sie welche Zahlung zu leisten, wann ist was zu zahlen. Auf das können Sie im Prinzip Ihre Anlagepolitik und auch Ihr Liquiditäts- und Cashmanagement einstellen. Jetzt kommen langsam die interessanten Effekte, die für Sie als Unternehmen wichtig sind. Und zwar stellen wir hier mal den Liquiditätsverlauf vor. Was bringt es Ihnen Liquidität? Was kostet denn Ihnen Liquidität? Wie schaut es liquiditätswirksam aus, wenn Sie sich für dieses System entscheiden? Und schauen wir mal einfach die Spalten durch. Wir haben im Prinzip hier alles, was aus Ihrem Unternehmen an Liquidität abfließt. Das sind die ersten Spalten 2, 11, 12, 13 und eine Spalte 19, letztendlich die Summe. Dann haben wir im Prinzip alles, was im Unternehmen zufließt. Die Entgeltumwandlung, die Sozialversicherungsersparnis, Darlehensänderung, die Steuervorteile und es gibt die Summe der Zuflüsse. Also was fließt uns jetzt ab? Uns fließt natürlich ab alles, was wir den Kassenvermögen zuführen, was wir als Betriebsausgaben in die Unterstützungskasse reingeben, was wir in die Unterstützungskasse reinzahlen und bei uns auch zur Betriebsausgabe wird. Wir müssen das Ganze natürlich beim Pensionssicherungsverein absichern, das ist der Insolvenzschutz, den die Mitarbeiter haben. Hier haben wir mit 0,25% gerechnet. Der langjährige Schnitt seit der Nachkriegszeit ist geringer. Auch in den letzten Jahren waren wir teilweise deutlich drunter gelegen. Wir haben hier vorsichtig mit 0,25% gerechnet. Und dann haben wir hier noch die Kosten der Unterstützungskassenverwaltung. Was ist das? Wir haben hier die Einrichtungskosten auf 2 Jahre verteilt und jeweils Verwaltungskosten. Für diese Berechnung haben wir also die Einrichtungskosten auf 95.000 Euro gedeckelt, weil mit Einzelberatung, mit allem, was rechtlich im Prinzip dran ist, ist das einfach ein Betrag, mit dem wir hier auskommen. In den folgenden Jahren haben wir nur mehr die Verwaltungskosten für die laufende Verwaltung. Auch wenn Mitarbeiter dazukommen würden, wird sie hier im Prinzip nichts groß ändern. Dann haben wir die Summe des Abflusses, also was fließt mit den Unternehmen ab in den einzelnen Jahren und gegenübergestellt, was fließt uns zu? Uns fließt natürlich die Entgeltumwandlung zu und die Sozialversicherungsersparnis. Uns fliegt natürlich auch die Darlehensänderung liquiditätsmäßig zu, weil alles, was wir reinzahlen, bekommen wir als Darlehen natürlich auch wieder zurück. Und hier nur statistische Zahl, Aufwand steuerlich abzugsfähig. Wir haben letztendlich eine Steuersparnis, die uns auch zufließt und es führt dann zu einem Gesamtzufluss. Und Sie sehen hier Abfluss geringer als der Zufluss. Bereits im ersten Jahr mit den gesamten Einrichtungskosten haben wir schon mal positive Liquidität, auch im zweiten Jahr positive Liquidität, im dritten Jahr 185, im vierten Jahr 189, 197, 195, 208. Wir haben laufend positive Liquidität, auch wenn hier die ersten Mitarbeiter schon in Ruhestand gehen, eins, hier gehen zwei, hier geht einer, im 2023, im 2024 geht wieder einer, im 2026 geht wieder einer, im 2027 und so weiter. Im Jahr 2034 haben wir schon bloß mehr 69 Mitarbeiter, da gehen nochmal 4 und da ist das erste Jahr hier, da müssen wir Geld in die Hand nehmen. Da fließt uns weniger zu, als wir zahlen müssen. Das wäre nämlich anders, wenn Sie die zwischenzeitlich schon ausgeschiedenen 25 Mitarbeiter bei der ersetzt hätten und die würden Entgeltumwandlung machen, hätten wir hier auch noch keine fehlende Liquidität. Aber hier müssen wir zum ersten Mal wieder an unseren Spartopf, wo wir die ganzen zwischenzeitlich schon Millionenbeträge angespart haben, greifen und 67.000 Euro rausnehmen. Später natürlich, wenn Ihre Jüngeren sind auch größere Zahlen natürlich zu leisten. Ja, und ich spiele dann fort bis zum Jahr 2059, wo der letzte Mitarbeiter ausscheidet. Ja, und hier haben wir nochmal die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen vom Kapitalfluss, das heißt des Kapitalaufbaus. Und hier haben wir wieder unsere Spalte 17, wenn Sie sich erinnern, das war die Spalte hier, in der wir die Liquiditätsänderung ausgerechnet haben, die haben wir hier
nochmal aufgenommen, noch ein paar statistische Daten davor und haben gesagt, die Liquiditätsänderung, welche Liquidität entsteht nach allen Kosten, nach allen Einrichtungskosten, Verwaltungsgebühren, BSV-Gebühren, nach allen Steuervorteilen, nach allen Zuflüssen, nach allen Abflüssen. Was bleibt wirklich an Liquidität vorhanden? Das haben wir also hier als Liquiditätsänderung. Und dann sagen wir mal eins, wenn wir diese freie Liquidität nur schaffen würden, mit 2,2% irgendwo am Kapitalmarkt arbeiten zu lassen oder uns Darlehenszinsen, Kontokorrentzinsen zu sparen. Wenn es wir schaffen würden mit 2,2%, wird sich hier das Kapital wie folgt aufbauen. Hier hat man schon 2,5 Millionen in 2028. In 2033 hätten wir 3,1 Millionen. Dann haben wir hier das Jahr 2035, da sind schon mal Zahlungen zu leisten, da geht uns ein bisschen was ab, da haben wir nur mehr 3.040.000 und so weiter. Dann baut sich der Stand, je mehr Mitarbeiter in den Ruhestand gehen, natürlich ab. Und wenn der letzte Mitarbeiter 2058, 2059 in den Ruhestand geht, haben wir gerade noch 68.000 Euro drin. Also 2,2 ist gerade der Zinssatz, den wir brauchen, wenn wir wirklich kein Geld in die Hand nehmen wollen, wenn wirklich kein Fluktuationsgewinn entsteht, also wenn kein Mitarbeiter innerhalb von 5 Jahren ausscheidet oder vielleicht auch nach 10, nach 12, nach 15 Jahren ausscheidet, würde uns alles riesige Fluktuationsgewinne bringen. Wenn es alles nicht passieren würde, brauchen wir tatsächlich 2,2% im Worst Case, um das auszufinanzieren. Hätten wir hier 3%, die wir erwirtschaften würden, würden uns schon 1,5 Millionen übrig bleiben. Und würde man gar 4% schaffen, das heißt, das Geld mit 4% ins Verdienen zu bringen, hätten wir hier 4,2 Millionen, wenn der letzte Mitarbeiter ausscheidet. Und nicht bloß im Jahr 2059, wenn das so wäre, könnten wir uns auch hier schon wesentlich früher die ein oder andere Million rausnehmen, zum Beispiel im Jahr 2028. Wenn es so wäre, könnten wir in die Kasse greifen, können hier 1 Million locker entnehmen. Dann hätten wir hier noch 1,9 Millionen in unseren Spartopf und haben einen Barwert der Verpflichtung von 1,5 Millionen. Also ich kann da locker und leicht auch schon im Jahr 2028 reingreifen und 1 Million rausnehmen, wenn ich das schaffen würde, mit 4% zu verzinsen. Hier haben wir noch in einer zweiten Variante gerechnet. Also hier in der ersten Variante Bindung ausschließlich der positiven Liquidität. Da heißt, Sie nehmen überhaupt nichts in die Hand. Es wird nur die Liquidität verwendet, die sich nach allen Kosten ergibt. Sie stellen sich zwar vor die Mitarbeiter, sagen, liebe Mitarbeiter, ich übernehme die gesamten Einrichtungskosten, ich übernehme die gesamten Verwaltungskosten, ich übernehme die Kosten der Pensionssicherung. Und ich gebe euch noch 40 Euro Arbeitgeberzuschuss obendrauf. In Wirklichkeit übernehmen Sie gar nichts. Sie nehmen nur die reine Nettoliquidität, also die Entgeltumwandlung des Mitarbeiters, abzüglich aller Kosten. Und diese Liquidität, Entgeltumwandlung des Mitarbeiters, abzüglich aller Kosten, die legen Sie mit 2,2% an und geben also überhaupt nichts drauf. Hier Bindung des anteiligen U-Kassendarlehens. Hier haben wir andere Darstellungsformen gewählt. Hier sagt der Unternehmer, pass auf, alles, was ich in die Unterstützungskasse einzahle letztendlich, alles, was ich letztendlich dotiere, ist ja Betriebsausgabe, habe ich im Prinzip 30% sowieso Ersparnis. Ich gehe hier konsequent her und lege 50% von diesen 50% von diesen U-Kassendarlehen an, das ich zurückbekomme. Wenn ich das mit 2,2% anlegen würde, würde also die Hälfte anzulegen nicht ganz reichen. Ich muss die Hälfte ungefähr mit 3% anlegen. Dann komme ich hier auch auf einen Überschuss von 366.000. Würde ich die Hälfte anlegen und 4% schaffen, komme ich hier auf knapp 1,2 Millionen, die mir letztendlich übrig bleiben. Es ist einfach andere Darstellungsform. Für mich immer meine Lieblingsdarstellung, die freie Liquidität. Weil es wirklich ist, als Unternehmer nimmt man nichts in die Hand. Man sieht wirklich den Worst Case. Wenn ich nur das Geld des Mitarbeiters nehme, nach allen Kosten, wie muss dieses Geld bei mir im Unternehmen oder am Kapitalmarkt arbeiten, dass mir das Ganze nichts kostet? Und zwar dann, wenn das Worst Case Szenario eintritt,
Das heißt, ich lasse das Versorgungswerk aussterben, es kommen keine Mitarbeiter dazu und die gesamte Unterstützungskasse stirbt aus. Und drittens, ich habe keinerlei Fluktuation, kein Mitarbeiter scheidet innerhalb von 5 Jahren aus. Dann bekommt der Arbeitgeber finanziert überhaupt nichts, der Anspruch ist null, weil wir immer 2 getrennte Zusagen machen. Oder er scheidet später aus, nach 10, nach 15, nach 20 Jahren, dann kriegt er auch geringere Leistungen. Wir haben ja vorhin immer schon mehr steuerlich verarbeitet. Ja, und hier habe ich nochmal die wesentlichen Eckdaten und den Nutzen der Potenzialanalyse, also der Berechnung anhand Ihrer konkreten Daten nochmal zusammengestellt. Wie gesagt, nochmal als Ausgangsbasis. Wir haben folgende Eckdaten hier berechnet, und zwar eben die 150 Euro, die sich ergeben haben aus der Nettolohnoptimierung, 70 bis 80 Euro Einsparnis, das Doppelte, was der Mitarbeiter ungefähr umwandeln kann, um das gleiche Netto zu haben, also geschenkte BAV. Und wir sind dann davon ausgegangen, dass wir das mit 1,5% verzinsen, was wir wirklich für gut und für ausreichend erachten. Und sie geben einen 40-prozentigen, also nicht 40%, einen 40 Euro Arbeitgeberzuschuss je Mitarbeiter obendrauf. Wichtig ist, wir haben die Berechnung wirklich Worst Case gemacht, das heißt ohne Fluktuation, ohne Austausch ausgeschiedener Mitarbeiter. Wir haben ein aussterbendes Versorgungswerk gerechnet und natürlich nicht bloß, dass das Unternehmen ausstirbt, sondern unsere ganze Unterstützungskasse und im schlimmsten Fall an partieller Steuerpflicht, der so nie kommen wird, hier einberechnet. Ja, und ich habe das mal betrachtet um den Gesichtspunkt der Mitarbeiterbindung. Wenn man mal Mitarbeiterbindung und Fachkräftegewinnung, für mich ist das im Wesentlichen ein Mitarbeiterbindungs- und Gewinnungsinstrument, dann haben wir hier durchaus beachtliche Leistungen. Also hier einen ältesten Mitarbeiter mit 61, der scheidet vielleicht sowieso nicht mehr aus. Aber auch der kann sich noch eine Kapitalleistung von 10.000 Euro erdienen. Das sind 10.000 Euro, die der in 4 Jahren aufbaut und ja, die vermutlich steuerfrei ausbezahlt kriegt, also keinerlei Steuern drauf. Den jüngsten Mitarbeiter, den Sie auch halten wollen und binden wollen, die haben, das haben wir gerade gesehen, Kapitalleistungen von irgendwo 140 bis hier 146.000 Euro Arbeitgeber- und Arbeitnehmerleistung zusammen. Und das ist auch die höchste Kapitalleistung, die wir hier mit 146.000 Euro haben, bei 150 Euro monatlich Umwandlung, aus dem Nichts heraus, wenn Sie so wollen, das heißt aus der Nettolohnoptimierung heraus und den Arbeitgeberzuschuss von 40 Euro. Alternativ kann man natürlich das Ganze als Jahresrenten auch berechnen. Das heißt, das Geld wird Ihnen nicht in so großen Tranchen abfließen, sondern einfach längerfristig und ratierlicher. Das ist nur eine Geschmackssache oder auch einfache Einstellungsfrage, ob Sie es lieber sofort bezahlt haben oder einfach in Jahresrenten. Ich denke, auch bei Jahresrenten kann man das für Unternehmen sehr attraktiv gestalten, wenn man entsprechende Rentenfaktoren, das entsprechende Langlebigkeit hier zugrunde legt, ist es durchaus auch eine hochinteressante Geschichte für den Arbeitgeber. Und fairer und besser als bei Versicherung ist es allemal. Das heißt, auch der Mitarbeiter wird hier deutlich gewinnen. Das heißt, unter Mitarbeiterbindungsgesichtspunkten aus meiner Sicht sehr effizient. Auch wenn man das unter Mitarbeitergewinnungsgesichtspunkten anschaut und sagt, ich habe durchschnittlich so einen 30-jährigen Mitarbeiter, der hier, weil er eben schon ein netto optimiertes Gehalt bekommt, locker 150 Euro in die Umwandlung stecken kann, dann haben wir hier Kapitalleistung für den aus der Entgeltumwandlung von 88.000, fast 89 und aus den Arbeitgeberbeiträgen von 24.000. Das heißt, insgesamt haben wir hier 111, 112, fast ja 112.000 Euro, die der 30-Jährige sich hier ganz einfach erdienen kann. Und ganz wichtig ist es, dass dieses Instrument bei Vorstellungsgesprächen bereits eingesetzt wird, bereits bei Festlegung vom Gehalt eingesetzt wird. Und wenn er hier einfach auf ganz leichte Art und Weise eine Versorgung von 112.000 Euro erhält, dann ist es auch für Mitarbeiter ein sehr starkes Instrument, bei diesen Arbeitgeber anzufangen.
Der dritte Punkt, unter dem ich das gerne mal anschauen möchte, ist das Thema Finanzierung Banken. Unabhängigkeit. Ich habe gesagt, welche freie Liquidität, und zwar einfach unverzinst, nur aufaddiert, die freie Liquidität nach allen Kosten, was entsteht, nach 5 Jahren bereits 726.000, nach 10 Jahren 1,5 Millionen, nach 20 Jahren 2,4 Millionen. Also durchaus beträchtliche Summen, die sich hier rein additiv unverzinst aufbauen. Und wenn man das mal schaut, den ersten Liquiditätsabfluss, den haben wir ja erst in 20 Jahren, in 2034. In 2034 müssen wir zum ersten Mal an unseren Spartopf ran, aber bis zum Jahr 2034 sind bereits 25 Kapitalauszahlungen gelaufen. 25 Mitarbeiter sind voll ausbezahlt worden, alles aus dem laufenden Bestand. Und wenn Sie es jetzt hier rechnen, dass ich Fluktuation, Neuaufnahmen habe, das Versorgungswerk fortgeführt wird, Mitarbeiter in Zukunft tendenziell mehr verdienen und tendenziell mehr umwandeln, dann wird sich also der Liquiditätsabfluss vom Jahr 2014 deutlich hinter 2034 verschieben, vielleicht erst, keine Ahnung, 2038, 2040 oder Ähnliches. Und ich habe als Viertes das Ganze auch einmal von der Haftungsseite betrachtet. Es ist so, auch bei Versicherungslösungen, da haften Sie für Ihre Versorgungszusagen, für die Versprechung letztendlich der Versicherungsgesellschaften. Sie als Arbeitgeber haften. Das ist ganz einfach geregelt. Paragraph 1 Absatz 1 Satz 3 Betriebsrentengesetz ist Ihre Haftung schlichtweg für die Zusage geregelt. Bei der Pauschalerdürten haften Sie genauso. Da müssen Sie letztendlich auch das, was Sie versprochen haben, letztendlich bringen, und versprochen haben Sie ganz einfach eins. Sie haben gesagt, lieber Mitarbeiter, die Entgeltumwandlung, die ich für dir einbehalte, die bekommst du wieder. Du bekommst 1,5% Zinsen drauf und du bekommst noch 40 Euro Arbeitgeberzuschuss obendrauf. Der Unterschied ist nur der, Sie legen an, wo Sie wollen, abseits von riskanten Staatspapieren und ja Papieranlagen, in der Regel sachwertorientiert oder Ähnliches. Und da haben wir im Prinzip berechnet, wenn Sie überhaupt keinen Aufwand betreiben wollen, das heißt, weder die Einrichtungskosten bezahlen wollen, noch Verwaltungskosten, noch einen Arbeitgeberzuschuss leisten wollen, noch Pensionssicherungsbeiträge selbst zahlen wollen, sondern alles erstmal aus der Entgeltumwandlung des Mitarbeiters entnehmen, müssen Sie den Rest, der überbleibt, mit 2,2% ins Verdienen bringen, um hier zum Schluss 0 auf 0 herauszukommen. Aber wie gesagt, das Ganze ist berechnet ohne Fluktuation und ohne Versorgung neuer Mitarbeiter. Wenn Sie sich Fluktuation vorstellen und denken, der ein oder andere Mitarbeiter scheidet nach einem Jahr, nach 3 Jahren, nach 4 Jahren, nach 4,5 Jahren aus, das heißt, er bringt die 5 Jahre gar nicht voll, da bekommt der Mitarbeiter arbeitgeberfinanziert überhaupt nichts. Obwohl Sie dafür schon Aufwendungen getroffen haben, obwohl Sie dafür schon Steuervorteile getroffen haben, der Mitarbeiter bekommt gar nichts. Es ist aber auch nicht so, dass Sie die Steuervorteile zurückbezahlen müssen, weil wir haben ja keine Rückstellungen. Der Steuervorteil hier, der bleibt konserviert und steht für die anderen Mitarbeiter zur Verfügung. Das bedeutet für Sie ganz einfach, wenn wir eine Fluktuation haben, dass auch nur 2 oder 3% der Mitarbeiter jährlich ausscheiden. Bei Ihren 94 Mitarbeitern wären es ungefähr 2, 3 Mitarbeiter. Dann müssen Sie zum Beispiel bei 3 Mitarbeitern mal 5 Jahren 15% der Zusagen überhaupt nicht erfüllen. 15% der arbeitgeberfinanzierten Zusagen können es natürlich streichen, und das ist natürlich ein ganz erheblicher Betrag, der hier zustande kommt. Das heißt, in Wirklichkeit wird die Verzinsung, die erforderlich ist, deutlich unter 2% zurückgehen. Ja, und dann nur ein paar Hilfsgrößen, wenn Sie also nicht bloß die 2% schaffen, sondern 3%, dann bleibt am Ende 1,4 Millionen übrig. Bei 4%, da wären es bereits 4,2 Millionen, die hier letztendlich übrig bleiben. Ja, und entscheidend ist einzig, wo wir noch Einfluss nehmen können. Wir können natürlich auf die Verzinsung der Versorgungsbeiträge Einfluss nehmen und auch auf den arbeitgeberfinanzierten Beitrag. Das heißt, theoretisch können wir auch auf eine Verzinsung von 1,3 oder 1,4% gehen und den arbeitgeberfinanzierten Teil auf 20 oder 30 Euro reduzieren.
dann wären wir also noch mehr auf der vorsichtigen Seite. Aber ich denke, 2,2% oder real vermutlich deutlich unter 2% müsste eine Größe sein, die im Prinzip ausfinanzierbar ist. Wenn Sie sich vorstellen, 2034 der erste Abfluss, das heißt im Jahr 2034 ist der Abfluss vermutlich durch Inflation schon zu einer ganz geringen, aus heutiger Sicht kaum beachtlichen Größe zusammengeschrumpft. Das sind also die wesentlichen Eckdaten. Das heißt, sowohl aus Mitarbeiterbindungssicht als auch aus Mitarbeitergewinnungssicht. Und natürlich, wenn ich das Thema Finanzierung, Bankenunabhängigkeit, und wenn Sie das Geld schön brav und sauber jedes Jahr anlegen, werden Sie trotzdem immer bankenunabhängiger, weil wenn irgendwas mal sein können, an das Geld können Sie jederzeit ran, das können Sie jederzeit Ihre Anlagen verkaufen, auflösen, beleihen, veräußern oder was auch immer und haben dann entsprechende Liquiditätsreserve zur Verfügung bei einer Haftung, die Sie in der eigenen Hand haben, die Sie selbst steuern können und die hier mehr als überschaubar ist.